zeig dir mal, wie das geht. Siehst du, hast gesehen, genau unter den Fittichen weggeschnappt. Schatten, Schatten. Das brauche ich alles, ey. Das brauche ich sowieso nicht. Komm. Ciao. So. Wir sollen ihn suchen gehen. Vorratskisten interessieren mich nicht. Interessieren mich alles nicht. Spur markieren. Ja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Hallo? Ach, da. Ach, da. Meine Güte. Oh, der sieht aber tot aus. Das ist Marats Agent. Derwalds Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Na klar, ich gehe schon mal vor und mache alles kaputt. So, ein Punkt im Norden, den wir ja natürlich sofort wissen. Alles andere wäre ja auch Hohn. Muss erstmal runter, oder? Ja. Was ist da? Achso, die Dinger füttern. Hui. Kampfrolle. Scheuerfeld sieht aus wie so eine Industriestadt, ey. Da vorne haben wir aber ein bisschen was Böses, wa? So sind das. Verwüster wieder. So, ich würde gerne an die vorbeikommen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Noch sind wir nicht ganz an denen vorbei. Jetzt aber. So, und weil wir es können. Na komm hierher. Na komm mal hier. Na komm noch mal her. Lass mich dich mal ganz kurz überbrücken. So, und jetzt darfst du dich amüsieren. Geh spielen. Geh spielen. Darf ich dich hier reiten? Natürlich nicht. So, denn viel Spaß. Machst du? Was war das? Was machst du? Mach ihn platt! Finde ich geil, dass unsere Maschine wesentlich stärker ist als die, die er hat. Oder die, die er hat da. Ja, lassen wir ihn mal ein bisschen Spaß haben. Was haben wir da vorne schon wieder? Schnappermäuler. Gleich mehrere. Kämpfst du noch? Sehr schön. Kämpft nicht mehr. Sieh sich mal einer die Kiefer von dem Ding an. Die könnten einen Sägezahn durchbeißen. Na komm her. Na komm. So, dich dürfen wir ja auch überbrücken. Ist uns dazu zwar ein bisschen beeilen, weil er rot ist. Und viel Spaß. Ja, du darfst dich auch amüsieren. Komm. Ich amüsieren. Ja. Schon süß, ne? Bam. Ekelhaft. Eingefroren. Alter, da kommt noch unser Freund. Alter, unser Freund macht da hinten noch mit.
Wenn das so weitergeht, dann nehmen wir sie ja mit, wa? Da ist uns der Pirscher einfach gefolgt. So ein süßer Pirscher aber auch. Da hinten sind auch schon ganz aufgeschmissen. Ein weiterer Tag ist vorbei. Das merke ich. Gut. Wir ziehen aber weiter. In der Nacht kommen wir hier bestimmt gut an. Sturmvogel. Kann es sein, dass Sturmvögel schlimmer sind als Grauhaarbichte? Ich weiß nicht. Es klingt irgendwie schlimmer. Oh, was war das denn? So. Wir haben den Weg wenigstens auch frei gemacht für die Soldaten von Eren. Huste, huste. Das Lager. Oh, natürlich, der ist schon da. In Ketten gelegt. Gepiesackt. Maschinen. Sie wurden angekettet. Der Wal ist ein Bastler. Vielleicht experimentiert er oder er braucht ihre Teile. Vielleicht kann ich sie uns zunutze machen. Ich werde vorgehen. Bleib zurück, bis der Kampf beginnt. Okay, wir rücken nach. Alles klar, das ist gut. Haben wir nämlich ein bisschen Ruhe, bevor es richtig losgeht. So, erledige die Fremden und die Maschinen. Langbein. Verwüster. So. Ich sehe aber noch gar keine, muss ich sagen. Doch da steht, glaube ich, einer. Oder? Nee. Oh Mensch, die hören sich voll gefoltert an. Sind zwar Killermaschinen, aber doch irgendwie Sünde. Kann ich hier irgendwas mit dir machen? Der war heute. Jetzt geht's los. Na, hoffentlich. Okay, ich dachte, ich könnte bei denen irgendetwas machen. Kann ich aber wohl nicht. So, einmal schnell überbrücken, dann haben wir einen. In der Zeit. Dann könnte der reinrennen. Wir werden alle super Einstellung. So, dich würde ich auch gerne noch überbrücken. Aber du bist voll im Kampf. Ja, du bist voll im Kampf. Schade. Gut gemacht. Komm, Verwüster. So, jetzt müssen wir erstmal hier reinrennen. Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Ich sollte vorsichtig sein. Sehr gut. Oh, da war ein Wächter. Au. So, da schießen wir erstmal schön gemütlich drauf. So, der ist erledigt. Ach, der hat seinen Spaß. Feuer und Spucke an die Arbeit! Hat sich die blöde Sau wirklich geduckt. Alter, ich hab doch gerade Heilung gedrückt. Was? Ich hab gerade nach oben gedrückt, Heilung. Verdammt. Sind wir auch noch gestorben, ey. Verdammt. So, da können wir erstmal wieder reinrennen. Es war so geil, dass wir den Verwüster hatten. Das hat's voll gebracht. Leute, jetzt geht's los. Na, hoffentlich.
Alter, das ist ja voll der fiese Pfeil. Ich wollte aber eigentlich... Alter. Lass die Maschinen los. Sprengt die Ketten. Ich wollte sie mir echt zunutze machen. Komm her. Mist. Mist. Ah, Mann, nur ich will den mir wieder zunutze machen. Aber der hat uns vollkommen... Der sieht uns einfach. Er sieht uns einfach die ganze Zeit. Ja, Mann. Ja, Mann, dann muss ich den auch noch vernichten. Wollte ich gar nicht. Ich wollte den jetzt gar nicht töten. Ich wollte ihn auch wieder dabei haben. Der hilft so gut, deswegen. Mann, schade. Das kann ich mir auch gleich sparen. Irgendwie nutzen. Mann, ich wollte sie wirklich nutzen. So, erledigt. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich wollte die wirklich nutzen. Okay, die sind da drinnen am Kämpfen. Au. Alter, wie hat er das denn? Die haben die Maschinen aber auch alle getötet hier drin, ne? So, ich gehe mal auf richtigen Pfeil. Ach, das ist die Anführerin. Zack, erledigt die Anführerin. Oder die Elite. Alter, genau in dem Moment weggedrückt, ne? Oh, ich wünschte, ich hätte Granaten oder sowas. Deine Mutter. Voll drauf. Stirb mal. Oh Mann, ist das ein unepischer Kampf, ey. Ich wünschte wirklich, ich hätte irgendwas mit Granaten oder so. So, einmal wieder heilen. Zack. So. Da oben haben wir wieder so einen Elite-Kämpfer. Warte mal, ich hätte gerne mal... Einfach nur mal so zum Spaß. Hui. So, erledigt. War jetzt recht unepisch der Kampf. War recht schlecht gekämpft. Ich geb's zu. Haben wir schon mal besser drauf gehabt. Da ist noch irgendwo eine Maschine. Die befreien wir einfach von Elend. Weil es ja doof, wenn sie gefangen sind, weißt du? Deswegen vernichten wir wirklich erstmal die Maschinen, würde ich sagen, oder? Müssen wir, glaube ich, sogar. Weil die Erste da oben sich wohl irgendwo aufhält. Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Ich sollte vorsichtig sein.
Mir doch egal. Bin ausgewichen. Zack. Mach hier keinen Killstil, Bro. Oh, noch ein Pirscher. Oh Mann, der tut mir so leid. Verbindung zwischen Ketten und Rahmen könnte anfällig sein. Ja. Ja, wir machen ihn so oder so tot, also. Au. Diese Bauteile absprengen ist aber ganz schön mies, ne? Der einfach kaum noch laufen konnte irgendwie. Ich finde Bauteil absprengen voll geil gerade irgendwie. Der hat überhaupt gar keine mehr, der ist voll nackt. Alter, das gibt Rache. Da hast du. So. Bauteile absprengen. Okay, das muss ich mir merken. Bauteile absprengen ist lustig. Und kostet noch nicht mal viel. Na gut, im Endeffekt kostet es viel, aber... Beutepfeile. Ich soll wieder die ganzen Pfeile herstellen. So, hier hinten hatten wir irgendetwas. Verwüsterkanone. Damit sollte ich schaffen. Was sollst du damit schaffen? Ach so. Wie geil. Ach, das kann man ja auch. Wir können ihn die Bauteile abballern und dann... Aha, gut zu wissen. Wo soll sie jetzt sein? Hier oder was? Ah, da ist eine Tür. Weiß auch keiner. Der Wald sagt, er soll Dreck fressen. Das sagt der Wald. Ich habe eine Verwüsterkanone da. Ist das nicht cool? Hey. So, wo ist die Verwüsterkanone? Haben wollen. So. So, Arschloch. Ich hab nämlich auch hier eine geile Kanone. Ersa muss da drin sein. Darfst du nicht vergessen. Muss einer von der Walz Lähmann sein. Bleib hier, ich finde einen Weg. Kaputt schießen? Nicht? Irgendwie? Geräusch. Irgendwie muss man da durchkommen. Ach so, der hat Kopfhörer auf. Ey, der blinzelte. Damit schützen sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Ich wäre auch so durchgekommen. So. Jetzt hören wir leider nichts mehr. Untersuche Dwals Werkstatt. Da Dwals. Alter, die werden die ganze Zeit nur gefoltert. Alter, die ganze Zeit nur diesen Tönen ausgesetzt sein. Ernst? Der Wal wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt?
Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derwal schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hör zu. Derwal plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Avad wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Warum sterben die eigentlich immer genau in dem Moment? Nein, nein, bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Immer sterben die genau in dem Moment. Es tut mir leid. Wir müssen Derwal finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Was für ein seltsames Gerät. Wunderschön gearbeitet. Was wohl passiert, wenn ich es einschalte? Ach, Aufnahme. Ich glaube, es funktioniert. So. Diese Maschine wurde akribisch auseinandergebaut. Was hat der Wal durch seine Basteleien gelernt? Will ich das überhaupt wissen? Das wäre eigentlich interessant, ne? Ich meine, der hat hier so viel komischen Kram. Ich muss aber jetzt auch langsam mal eine Aufnahmepause machen. Nur Notizen über seine Basteleien. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wal. Rede mit Ernd, okay. Gut, die Sachen lasse ich da jetzt einfach mal drin, weil so viel brauchen wir auch nicht. Und dann würde ich sagen, ich reise jetzt erstmal ganz geschwind. So, rede mit Ernd. Ja, ich muss aber jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Ich muss jetzt erstmal ganz schnell eine Aufnahmepause machen. Ja, ich speichere jetzt schnell mal. Wir starten denn da hinten nachher wieder bei Ernd, wenn das dann wieder alles soweit ist und in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag und naja, es muss halt jetzt gerade ein bisschen schnell gehen, weil wir sind jetzt schon ein bisschen überzogen. Naja, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.